Ja, also wir haben uns auf jeden Fall in der Camp-Gruppe erstmal nochmal kleine Untergruppen nochmal gemacht, weil wir waren doch über 20 Leute. Es war so ein bisschen mehr. Was sehr schön ist, weil es sind ja auch viele Aufgabengebiete und wir haben jetzt alle nicht so vieles im Detail besprochen, sondern erstmal, Leute verteilt, die sich eigentlich um die Technik kümmern, die anderen um die Küche, die anderen um die Bar, Leute, die dann für die Friedenswerkstatt da sind als Ansprechpartner. Sehr schön. Dass ihr dann auch jemanden habt, an den ihr euch immer wenden könnt, falls ein Referent was hat oder ihr irgendwie infrastrukturell irgendwie was fehlt. Klar, Kulturplanung, Transport, Logistik, das Kinderprogramm wieder. Beschilderung, Vernetzungs-, also diese Idee mit dem Vernetzungszentrum, was Malte eben vorher noch gesagt hat, was auch noch ganz wichtig ist, was wir nochmal versuchen werden, irgendwie nochmal auch wieder Aussteller einzuladen, die ihre Organisationen vorstellen können und vielleicht auch irgendwie so ein Treffen anzusetzen, wo sie sich zusammensetzen und sagen, lass uns mal miteinander sprechen, eben wie jetzt auch diese Leute, die die ganzen Demos in die anderen Airbases machen, ja, dass man von diesen Aktionen jemand da haben möchte und einfach das ein bisschen breiter gefächert. Wollen wir natürlich auch, weil das jetzt seit fünfjähriges Jubiläum immer so nennt, doch das alles ein bisschen bunter machen, irgendwie noch, schöner machen. Und da hat sich, haben sich welche gemeldet, die würden dann gerne also eine Schilderwerkstatt machen, wo man dann da ist, wo man dann auch Schilder, wo man für die Demo mitnehmen kann oder auch mit Transparenten, die man dann dort füllen kann, wieder also alles nochmal ein bisschen bunter zu gestalten. Ich glaube, wir hatten ja auch auf der Demo auch gesprochen, dass wir die auch ein bisschen, also für dieses Festival dann einfach das alles ein bisschen bunter, schriller, lauter, das soll Spaß machen, das darf ein bisschen, ja. Also sehr gut. Ja. Genau, ja, dann gab es noch irgendwie mit der Bücherecke, dass wir da also auch so ein bisschen sowas wie eine Tauschbörse mit dazu reinbringen und klar, und dann war auch nochmal der Wunsch, auch nochmal mehr Workshops, wo man dann eben aktiv auch noch mit daran teilhaben kann. Und was eben auch noch wichtig wäre, ist irgendwie so mal immer einmal am Tag ein Event, wo dann alle Leute zusammenkommen. Also das ganze Camp, dass man so ein Feeling von Gemeinsamkeit auch hinbekommt. Wie geht das Ganze natürlich dann planen mit dem ganzen Programm der Friedenswerkstatt, mit den Musikern und so weiter? Das werden wir natürlich dann alles, also wir haben, also wir sind gar nicht groß dazu gekommen, im Detail viel zu klären, sondern erstmal im Großen und Ganzen. Und wir haben uns dafür entschieden, auch nochmal die Aufbauzeit des Camps zu verlängern, ein paar Tage. Zum einen, weil wir einfach für uns ein bisschen mehr Zeit brauchen und wollen. Und zum anderen, dass wir einfach schon auch vorher Präsenz in der Region zeigen. Also, dass die Leute auch merken, da passiert schon was, weil viele laufen dann doch vorbei und sagen, oh, habe ich nicht mitbekommen, wusste ich nicht. Da kommen viele Leute vorbei, da gehen Leute joggen, da gehen Leute spazieren mit ihren Hunden, da kommen viele vorbei, da kommen Leute ins Gespräch. Das eine war natürlich auch, kleine Gruppen zu machen und wenn man schon vorher da ist, einfach mal in die Stadt zu gehen. Also wirklich direkt mehr mit den Leuten in Kontakt zu kommen und das ist dann auch vielleicht mehr in Kooperation mit der lokalen Initiative dort, dass man sagen kann, hey, wir sind da, was habt ihr noch für Ideen? Ja, also dass man vielleicht auch noch mal, bevor das Camp eröffnet, ein paar Tage vorher noch eine kleine Mobilisierungsveranstaltung macht oder einen Flashmob in der Stadt. Das. Ja, ansonsten ging es noch, wie werden wir kommunizieren, weiter Telefonkonferenzen oder irgendwie über Video, was nicht so einfach ist, weil nicht jeder dieselbe Technik hat, aber es ist auch nicht. Wir müssen gucken, wie wir das einfach mit der Menge an Leuten, dass alle zu Wort kommen. Also deshalb auch diese runterbrechenden kleinen Einheiten.